bin Anja, wie er gesagt hat, und ich habe hier heute die ehrenvolle Aufgabe, diese zwei Konferenzen zu repräsentieren und vorzustellen, denn die letzte Nacht, die war bei mir ziemlich schlaflos, weil ich die ganze Zeit die Informationen bekommen habe, wie kann ich das jetzt in 5 oder 10 Minuten vermitteln, was es damit auf sich hat und was der spirituelle Hintergrund ist dafür, dass ich die Impulse bekommen habe, diese Konferenzen zu organisieren, denn das ist eine große Sache. Und ich habe die Informationen so bekommen, so möchte ich sie jetzt gerne weiterleiten, dass das Jahr 2024 unter dem Morgen- und dem Abendstern der großen Enthüllungen und der Venus-Liebe steht und des Aufstiegs. Und insofern sind diese zwei Konferenzen wie Schwesterkonferenzen zu sehen. Die erste, die UFO-Konferenz, repräsentiert sowas wie den maskulinen Teil, in dem das Feminine enthalten ist. Und die zweite Konferenz, die von der Venus mit Liebe-Konferenz, repräsentiert mehr den femininen Teil, in dem das Maskuline enthalten ist. Und zusammen stellen diese beiden Events, wo sich alle Seelen zusammenfinden, die sich irgendwie beteiligen wollen, um zu wachsen, um zu erwachen, um Altes loszulassen, um alte Muster, alte Strukturen in sich zu brechen und zu ersetzen und zu transformieren durch wirklich weiter fortgeschrittenes Bewusstsein und höhere Liebe. Ihr alle seid eingeladen, dabei zu sein. Die Sprecher sind gleichwertig zu sehen mit allen Teilnehmern, allen Workshopgebern, allen, die in irgendeiner Weise mit involviert sind, sei es aus der Ferne oder sei es vor Ort. Denn wir gemeinsam bilden ein vereintes Feld der Kräfte, die diese Welt verändern. Und die Zeitlinie des natürlichen, organischen Entwickelns, des erwachten Bewusstseins und des weiter fortgeschrittenen Menschen unterstützen und durch ihre eigene Präsenz verkörpern. Also ihr bekommt vielleicht ein Gefühl dafür, dass das eine große Sache ist, die da am Entstehen ist. Und alle, wie gesagt, sind wundervolle Sprecher. Ich habe überall Flyer verteilt. Ich bitte euch, die einfach mitzunehmen. Ihr könnt auch die Homepage besuchen. Ich habe extra 2 separate Internetseiten dafür, Unterseiten unter meiner venusspirit.com erstellen lassen, wo alle Details drauf sind. Die sind noch im Wachstum, also es kommen noch mehr Informationen nach und nach in den nächsten Wochen und Monaten dazu. Doch das Wesentliche ist schon drauf und der Ticketverkauf ist eröffnet. Noch ein paar Worte zu den Details und zu den Sprechern. Also die UFO-Konferenz findet in der Stadthalle Memmingen statt, vom 21. bis 23. Juni 2024. Und wenn ihr mal schaut, ich fand es irgendwann mal schon auch prägnant, wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist nämlich 21, 22, 23 und 20 und 24. Wenn du die 20 jetzt noch nach vorne nimmst, ist es eine einzigartige Zahlenreihe. 20, 21, 22, 23, 24. Und wir haben dort, ich sage noch eben, wer dabei sein wird, die beiden, meine persönlichen und die USA-Highlights, die sage ich, die stelle ich eben als letztes vor, also als erstes die, die ihr kennt. Peter Denk hat zugesagt, dabei zu sein. Frank Jacob hat zugesagt, dabei zu sein, zusammen mit Tonya Maidenford. Dann haben wir den Rainer und den Johann Nepomuk Meyer. Also ein klasse Team mit Experten, mit Sprechern, mit Forschern, die auch alle sich kennen. Das wird also auch von daher ein harmonisches Feld entstehen. Und dennoch lautet ein Motto für diese Konferenz: Let's agree to disagree. Also falls irgendwelche mentalen Unstimmigkeiten da sind, man sagt, oh, das sehe ich anders, okay, dann lassen wir das einfach mal so stehen und erlauben jedem zu sein, wie er ist. Die zweite Konferenz findet dann 2 Wochen später statt. Das ist die von der Venus mit Liebe-Konferenz. Die ist auf Schloss Hohenfels, das ist am Bodensee. Ein wunderschöner, etwas höher gelegener Ort, wo man auch übernachten kann. Ich habe dort extra Kontingente ausgehandelt mit Sonderpreisen, mit Vollverpflegung, Übernachtung. Ist direkt im Schloss zu buchen, nachdem ihr das Ticket bei mir gekauft habt. Die Details stehen alle auf der Homepage.
Und dort haben wir auch ganz wundervolle Gäste. Eine von denen wird gleich am Nachmittag sprechen, nach Frank. Das ist die Saskia Vogtländer. Mit der habe ich schon einige Videos auch auf meinem YouTube-Kanal gemacht. Venus Spirit. Auf YouTube könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Eine ganz tolle Frau mit einem großen Wissen. Sie ist dabei. Dann wiederum der Rainer mit einem Vortrag und auch mit einem Workshop auf Schloss Hohenfels im Garten. Wir werden schönes Wetter bestellen, habe ich schon, dass er das da draußen machen kann. Somit haben wir dann auch platzmäßig keine wirkliche Begrenzung. Und das wird wirklich toll, auch mit Feuer wahrscheinlich. Wir sind das noch am Planen. Musikalische Begleitung und auch Workshops werden die Merlinos geben, auch sehr bekannt im deutschsprachigen Raum, Iris und Giuseppe Merlino, von denen gibt es viele CDs. Die machen Live-Musik, sehr schön, auch mit Handpan und mit Gesang und mit Tönen. Die werden das ganze Event begleiten mit ihrer Musik. Dann haben wir den Uwe Breuer dabei, der auch inzwischen sehr bekannt ist. Ich bin mit Channelings immer etwas kritisch. Ihm höre ich gerne zu. Er hat eine Stimme, die ist so Schlaftabletten perfekt. Also wenn ich nicht einschlafen kann, mache ich Uwe Breuer an und ich bin in der Traumwelt. Und es ist eine angenehme Stimme, es ist eine angenehme Energie, er ist ein sehr angenehmer Vermittler von Aufstiegsinformationen und Workshopgeber. Also ich freue mich, dass der Uwe dabei ist. Weil er auch aus der Region ist, er ist nicht so weit von so weit her, er ist in der Schweiz. Ja, und die Pratnya Pandit, die kennt im deutschsprachigen Raum natürlich niemand. Das ist eine Internet-YouTube-Freundin von mir, die ich letztes Jahr kennengelernt habe über meinen persönlichen Entwicklungsweg. Und sie ist Inderin, die in Dubai lebt. Ich werde sie auch noch dieses Jahr besuchen gehen, um mit ihr Pläne zu machen für Retreats, für spirituelle Retreats. Sie ist eine sehr weit fortgeschrittene Seele mit unglaublichem Wissen, eine große Begleiterin im spirituellen Pfad. Auch dazu gibt es mehr auf der Homepage und wir machen auch noch Videos. Die mache ich mit allen Sprechern übrigens noch in den nächsten Wochen und Monaten, Interviews. Ja, und die Venus-Highlights und UFO-Highlights sind Omnek Onek und Dr. Raymond Keller. Wer kann also besser die UFO-Thematik und die Enthüllungsthematik und die venusische Liebe repräsentieren als diese zwei Seelen? Wer sie nicht kennt, ich habe nicht die Zeit, um sie wirklich vollständig vorzustellen. Es gibt viele Informationen auf meinem YouTube-Kanal. Ich sage nur so viel, Omnek Onek hat auf der Venus gelebt und wurde als Kind mit 7 Jahren in ihrem eigenen Körper auf die Erde gebracht, um hier Informationen, Liebe zu vermitteln und die spirituelle Transformation der Erde nach dem Vorbild gewissermaßen, so wie es die Venus schon hinter sich gebracht hat, den Menschen hier auf der Erde zu vermitteln. Sie ist eine wahre Repräsentantin göttlicher Liebe. Und ich bin ihre Schülerin seit fast 30 Jahren. Ich bin durch sie eingeweiht in die Liebe. Und Dr. Raymond Keller ist wiederum das männliche Pendant. Auch er war schon auf der Venus. Über den Jahreswechsel 2012-2013 war er für 10 Wochen auf der Venus. Auf der physischen Venus allerdings, anlässlich einer besonderen Zeremonie. Beide sind sozusagen erste Hand UFO-Kenner und Repräsentanten der venusischen Liebe. Ich lade euch herzlich ein, genauer reinzuschauen und ich hoffe, euch alle nächstes Jahr auf einem, beiden oder wie auch immer zu sehen auf diesen Events. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.